Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Factorio Fast Vanilla. Ja, heute basteln wir auf jeden Fall ein wenig am Stahl rum. Habe jetzt auch nochmal gerade ein bisschen Erze rausgezupft. Ich merke gerade, hier ist der auch schon wieder leer. Wärst du noch? Du hast noch 20, du bist auch gleich leer. Dann hätte ich gesagt, können wir auch gleich anfangen. Das dann alles auf Umdrehen zu stellen. Ja, was wollen wir tun? Also wir wollen heute sozusagen diese Linie, was wir gemacht haben, jetzt für Eisen, auch für Stahl machen. Habe jetzt gerade herausgefunden. Ups. Ah, genau. Die ist auch durchgelaufen. Dann machen wir das auch gleich. Ich hätte mal gesagt, wir können momentan mal das Inventory Size mal durchlaufen lassen. Ich habe momentan ein paar rote Fläschchen drin. Allein in dem da 171. Es sind zwar ein einfaches Tor, ist dann noch erstrebenswert. Vielleicht auch noch das Schaltungsnetz, aber wir kriegen es hin. Wir haben ja Gott sei Dank gerade ein bisschen Zeit, wir sind ja nicht in Eile. So, der ist auch durch. So, dann heißt es jetzt für mich, ich drehe euch außer Reichweite. Das heißt, momentan ist meine Eisenzufuhr gestoppt. Oh, dann verlegen wir jetzt mal die ganzen Teilchen hier. Machen wir dich auch gleich weg. Und ich merke gerade, dass der jetzt im Weg ist, aber das ist kein Problem. Den machen wir halt ein wenig außerhalb. Genau. So, dann brauche ich auf jeden Fall auch Erzförderer. Ja, ich muss die leider noch mal einen wegmachen. Und diesmal haue ich so viel Erzförderer hin, wie ich auch habe, dass wir jetzt das Zeug da wegkriegen. Und noch welche hergestellt, glaube ich. Ja. Und mir fehlt Stahl. Auch gleich weitermachen. Und ich habe noch Eisenplatten einstecken. Ja, auch gleich weitermachen. Gut. Sehr schön. Dann habe ich auf jeden Fall noch da welche gemacht. Die müssen dann hier rein. Da haben wir wieder 500 übrig. Hätte ich mal gesagt, machen wir da welche hin. Lass mir die auch herstellen. Hier haben wir auch was. Dann hätten wir gesagt 221 und davon die Hälfte. Machen wir das da. Und 68 von denen und dann die tun wir die restlichen Zahnrädchen da rein. Okay. Die obere Reihe brauche ich schließlich erst an, wenn das untere fertig ist. Das heißt, du gehst jetzt auch weg. Dann gehst du runter. Das heißt, du gehst rein, du gehst raus. Schon ist die erste Forschung fertig. Ich bin nicht mal annähernd mit dem ersten Zeug überhaupt fertig und ich stelle gerade fest, nicht gut gemacht. Weg. Alles weg. Denn ich muss ja hier auch noch anschließen. Passt. So, jetzt lassen wir das erstmal. Die müssten arbeiten. Passt. Noch vergessen, dass wir unten auch das noch machen müssen.
Und dann hätte ich gesagt, stelle ich dich erstmal dahin. Er schließt dann den an. Und dann läuft der auch wieder auf. Ne, fehlen ein paar Dinge. So, okay. Dann hätte ich gesagt, machen wir also auf jeden Fall die Tore, weil die sind es dann doch auch wichtig, dass wir hier zumachen können. Wie gesagt, hier wird dann auch irgendwann noch zugemacht. Wichtigste für mich aber ist schon mal, was drücke ich immer? T, auch ist E. Wir hier haben hier einen Stahl und da steht jetzt drauf 16 Sekunden Herstelldauer. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt dann schneller ist, wenn das der andere Ofen ist. Schauen wir mal, ob da was drauf steht. Herstelltempo 2, Herstelltempo 1. Dafür haben wir ja unser, nein, nicht den da, sondern den Helm-Mod. Da können wir ja mal gucken. Also ich stelle jetzt einen Stahl her. Stahlausgang 1 mit roten Bändern. Und es werden die Hochöfen benutzt. Okay, das heißt, der kann jetzt 30 Stück herstellen. Wenn ich jetzt das da mache, mache ich jetzt auch den hier. Was will der mit 240 Stück? Gerade verwirrt. Ach so. Anzahl einen. Du brauchst. Ach so. Pro Sekunde. Ja, ist mir klar. Also wenn ich jetzt pro Minute einen herstelle, braucht er ja 5 Stück. Und genau das ist auch das Verhältnis. Ne? Also das heißt, ja, da sind wir daheim. Also er braucht 16 Sekunden und er braucht 3,2 Sekunden. Und das sind 3 mal 5 sind 15 und 3 und 5 mal 3 sind 15 und 5 mal 2 sind 10. Nee, doch. Natürlich. Bin ich schon. Das heißt, 5 Eisen werden durchgebrannt in der Zeit, wo ein Stahlofen läuft. So, das heißt jetzt für mich, kopiere ich das jetzt einfach 1:1. Ich hätte gesagt, eiskalt, ja. So, dann schauen wir nämlich auch mal, wie das ist. Kopieren nochmal. Leicht verwirrt. Achso, welche die Strom. Das sind die. Ja, das sind die Strommasten. Punk. So, das sind 3. So, dann kommst du dahin. Passt. Lassen wir jetzt einfach mal alles hinklatschen. Und in der Zeit. Macht der alles weg, sondern du gehst auch alles weg. Ich habe keine Öfen mehr einstecken. Hatte ich die noch da drin?
24. Brauche ich Steine. Schmeiß mal Steine rein. Schmeiß mal Stahl rein. Wie gesagt, wird gleich das Verhältnis ein bisschen anders. Ich glaube, 5 Stück brauche ich noch. Dass die voll werden. Jetzt noch 4. Oder 2 mitgenommen. Ne, hat schon gepasst. Also, das heißt ja, wir haben jetzt hier Stahl. Wie markiere ich jetzt das am besten? Mit einer Holzkiste. Also, ich habe jetzt hier eine Stahlkiste. Also einmal Stahlproduktion. In der Zeit produziert der da 5 Platten. Passt. Ja, also ist immer schön im Verhältnis 1:1. Das heißt, ich habe jetzt hier, sagen wir mal 4. Machen wir es doch mal alles weg. Sehr schön, ich kann jetzt Tore bauen. Dann hätte ich gesagt, machen wir als nächstes. Das Schaltungsnetz. Ich merke gerade, ich mache mal da den Ofen rein, den anderen, zweiten. Dann sehe ich sie wenigstens. Also das heißt jetzt, wir haben jetzt hier 6, dann haben wir hier 2, 7, 7. Ja, muss ich so machen. Das heißt jetzt in meinem Helm-Mod. Könnte ich das jetzt auch irgendwie einstellen, dass ich sage? Also wenn ich jetzt 7 Öfen habe, ist bestimmt möglich. Ich stell mich nur wieder an. Wenn ich jetzt 7 Stahl, machen wir mal 70 Stahl. 70 Stahl, 2, 4, 6, 7. Also das heißt, ich habe 14 am Laufen. Das heißt, wir haben 100. Das heißt, ich kriege jetzt 100 Stahl pro Minute raus. Das heißt, ich muss 500 Platten produzieren. Das ist immer eine Leistung. So, dann geh du mal da weg. Und das heißt dann auch, das kommt weg. Denn ich muss ja anders denken, beziehungsweise ich muss ja erstmal andere Bänder holen. Brauche auf jeden Fall mal dich. Was fehlt mir? Da fehlen mir jetzt Zahnräder, die kommen schon mal rein. Die kann ich schon mal machen. Hätte ich mal gesagt, dann nehme ich mal die raus. Eine alleine sind jetzt schon 14.000 Platten. Cool. So. Hätte ich mal gesagt, gleich eine Runde Stahl herstellen. So, ich kann mal sowieso brauchen, wie Sander mehr. 10 Stück habe ich noch fertig. Bin hell auf begeistert von mir selber. Wow.
du machst mal 250 Stück. Du musst die mal raus, dann brauche ich Platten, dann brauche ich Zahnräder. Dann haben wir auf jeden Fall die Schaltungen auch fertig. Dann machen wir den Kapazitätsbonus für den normalen Inserter. Und was wir jetzt auf jeden Fall mal machen, ist auch noch erstmal hier. Wir beschleunigen mal das da. Jetzt weiß ich, dass ich noch 33 Stück habe. Nicht sehr viel. Okay, also das heißt, die habe ich auch nicht mehr. Da mache ich Fläschchen, glaube ich, gerade raus. Hol mir mal welche. Und du gibst mir auch mal welche. Und auch Platten. Und Zahnräder. Okay. Und was habe ich vergessen? Meine Knickarme, natürlich. Ja, ich habe die nicht vergessen. Ich habe sie gar nicht erst gemacht. Haha. Bin ich witzig. Also ich weiß schon auf jeden Fall, was das größte Nadelöhr sein wird. Eisenzahnräder. Ja, wie gesagt, also die werden die Power nicht herkriegen, um alles zu befeuern. Da bin ich mir fast jetzt schon sicher. Ja, weil ich Eisenzahnräder ja auch massiv brauche. Es ist zwar jetzt schon weitaus schneller und wie gesagt, wenn ich da nochmal eine Reihe hinmache, wird es noch besser. Aber ich will die erst hinmachen, wenn die da oben weg sind. So, und in der Zeit, wo ich jetzt dann hier sowieso erstmal rumstolziere, kann der mir den da bauen. Weil den brauche ich dann gleich unten. Okay, also. Ich habe wieder. Dann mache ich die Greifarme dann in der Hand. Aber der hat schon mal 100 Stück fertig. Wenn das nicht so eilig gehabt hätte, ich bin schneller da gewesen. Haha. Okay. Raus, raus, raus. Und dann heißt es jetzt aber für mich, hier geht's rüber. Wie gesagt, die gehen erst auf die nächste Stufe, wenn der hier, wenn das alles erstmal sauber läuft. So, selbe Spiel auch hier. So, und dann ziehen wir jetzt mal hier noch die Geschwindigkeit durch. Ha! Gereicht. Okay, also das heißt, wir haben jetzt schon mal hier, kommt dann das Eisen rein. Fast gereicht. Nein, ich muss ja unterirdisch auch noch machen. Bei weitem nicht gereicht. Oh. Aber du da mal weiter. Du arbeitest da auch weiter und du machst noch ein bisschen Stahl. Passt. So, die Kapazität haben wir jetzt auch erhöht. Hätte ich gesagt, und dann machen wir mal das nächste Radar. Ich hoffe, dass ich jetzt alles dabei habe. Kommst du hier hin? Du bist jetzt der Balance Part.
Habe ich sogar noch welche? Aber davon habe ich nichts mehr. Da brauche ich zwei. Da brauche ich einen. Den Schaltkreis habe ich noch gar nicht. Schön erforscht. Bringt mir nichts. Herzlichen Glückwunsch. Okay, dann heißt es jetzt, wir brauchen. Also, du gehst raus. Du gehst rein. Und ich brauche den da. Das bleibt ja alles beim Alten. So, dann haben wir Strom noch hier und Strom noch da. Das ist auch alles angeschlossen. Das ist jetzt auch dran. Das heißt, ich brauche jetzt dann nur noch Kohle. Und hier gesagt, die hole ich mal eher, bevor ich irgendwas anders hole. Und bevor ich jetzt dann 3000 mal renne. Machen wir schnell mal Inventar leer. Kann ich die schon mal abbauen. Und wir verfrachten die Kohle rein. Natürlich jetzt viel zu viel. Kohle müssen wir ja dann auch noch anschließen. Dass die dann auch noch dazwischen gespeichert wird, dass das auch noch abgetragen wird. Wir möchten ja unsere Basis vergrößern. So, dann haben wir das, dann haben wir das. Dann können wir jetzt das ganze Kraftwerk hier wieder aufnehmen. Habe ich jetzt da oben noch eine Möglichkeit, die roten zu machen? Jawohl, da hinten. Oder vielleicht habe ich sogar noch welche. Nein, ich habe keine. Das heißt, ich brauche Stahl, ich brauche Zahnräder. Und ich brauche davon. Machen wir mal zwei. Nein, komm, machen wir vier. Dann haben wir das auf jeden Fall auch. Okay, dann kommst du jetzt nämlich auch hier nach oben. Gehst raus. Steuerung B. So, den können wir ja setzen. Den setze ich jetzt hier. Gehe aber auch gleich so, dass ich gleich in derselben Linie wieder bin. Dass ich da nur ganz, ganz wenig drin habe. So, und den habe ich aber trotzdem falsch gemacht, weil den hätte ich doch drehen. Ja, genau, so drehen müssen vor allem. Hier hin drehen und da rein. So. Und jetzt haut der auch raus. Und jetzt schauen wir mal. Jetzt können wir hier mal die Beschleunigung anfangen. Dass hier auf jeden Fall das Eisen schnell genug ankommt. Also die schaffen es immer noch nicht. Also dafür kommt hier eindeutig zu wenig Eisen an. Ja, ich bräuchte ja den nächsten, aber wie gesagt, da bräuchte ich erstmal die anderen Schaltkreise. Immer gesagt, machen wir mal Militärforschung. Jetzt muss ich mal gucken. Der Schaltkreis. Ja, ich brauche die fortgeschrittene Elektrotechnik. Dafür brauche ich das ganze Pumpen und andere Zeugs. Wir haben nicht mal das vernünftig aufgebaut. So, aber der ist jetzt auf jeden Fall schon mal weiter. Ja, okay, man darf aber auch nicht vergessen, ne? Ich hatte hier richtig viel momentan auf Halde.
Und darum konnte der so schön aufstocken. Das hat er der nicht mehr. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass ich jetzt gleich dann noch mehr Eisen kriege. Ich bezweifle es aber schon, wenn der nächste wieder weg ist. So, dann brauche ich jetzt von dir die Stufe 2. Er geht hier auch nicht. Ja, genau. Falsch. Der hat den auch abgeschlossen. Das heißt, ich brauche jetzt meinen. Wenn ich jetzt den da machen will. Ah, brauche ich vorher Motoren. Dann hätte ich gesagt, machen wir die Motoren. Bevor ich jetzt da anfange, aufhören, wieder anfangen, holen wir uns noch die restlichen Bändchen, was ich habe. Und ich bin gut beim Ausrechnen, was ich noch brauche, obwohl ich nicht dran denke. Unterirdisch. Jetzt ist jedes Mal. Ja, jetzt haut der mal, jetzt hauen die mal richtig raus. Weil jetzt ist. Ja, aber es wird nicht mehr. Weil wie gesagt, der ist das Problem. Ja, wir sind ja schon mal auf den richtigen Forschungssachen. Ich brauche jetzt für dich was. Ich brauche 16 Stück. Dann ist mir das wurscht. Und das wurscht. Nehme ich das raus. Und wir machen gleich wieder welche. Nehmen das raus, machen auch gleich wieder welche. Bis das alles steht, mir ist egal, wie die im Weg stehen. Alles raus. So, 38 Stück. Perfekt. Größte Problem. Die Spender haben wir kein Problem mehr. Ja, ich muss das rausnehmen, bitte. Okay, 132, dann haben wir da. Oh, sind leer. Oh mein Gott. Ja, müssten aber bis hier reichen. Oh, der Motor ist fertig. So, es kommen nochmal 33 rein. Nochmal 40. Das heißt, ich habe jetzt über 100, also ich habe jetzt da 1200 Stück drin. Nicht schlecht. So, dann machen wir mal die Flüssigkeitsbehandlung. Ja, und sobald der dann voll ist, kann ich ja die dann wieder rauschen lassen. So, 500 habe ich. 91 weg, die 3 kommen mal nach oben. So, da raus. Ah, das brauchst du noch ein bisschen.
Aber die Forschung geht jetzt auf jeden Fall viel, viel zügiger. Aber man merkt, ne, jetzt kommt noch weniger Eisen an. Weil jetzt halt die ganze. Der Stahl hat jetzt auch seinen Teil abgekriegt. Aber, ne, Stahl ist schon hier im Stau. Dann hätte ich gesagt, machen wir auf jeden Fall das noch fertig. Dann läuft da rein. Wir haben noch Gott sei Dank genügend. Oh. Was einen weiter runter. So. Das ist das Band, jawohl. Das heißt, du gehst dahin. Du gehst dahin. Und dann heißt es, du gehst jetzt da rein, du gehst da rein. Du gehst dahin. Das wenigste Problem gerade. Das Problem ist nur, ich brauche noch ein paar. Hahaha. Hey, noch welche? Nö. Warum auch? Doch, die sind da oben. Aber ich habe auch keine mehr. Nächstens 500 sind durch. Räder wir jetzt noch 250. So, musst du da rein. Die nächsten 125, die nächsten Platten. Die Flüssigkeit, dann hätte ich gesagt, machen wir die Ölverarbeitung. Gleich weiter. Nicht aufhören. Immer weiter. So, haben wir dafür 5. Einschmeißen. So, da haben wir ja auf jeden Fall schon mal 4. Das ist schon mal so weit richtig. Sogar komplett richtig. Dann kommst du jetzt. Daher, daher, daher. Nein, natürlich nicht. Yay. Ich bin der Stoff. Beziehungsweise, das hat gestimmt. Aber das hat nicht gestimmt. Weil, das brauchen wir jetzt. Und jetzt kommt der dahin, der dahin und der dahin. Jetzt stimmt's. Eins, zwei, drei, vier. Ich will's wissen, ob's überhaupt geht.
zufrieden. Gut, dann laufen wir schon mal die zwei rein. Einen kleinen Honk. Das schaffe ich gar nicht alles da rein. So, das heißt jetzt für mich nämlich, kommst dahin. Das ist auch falsch. Sogar alles wegbauen. So, weil das stimmt ja, ne? Jetzt gehen wir ja dann sozusagen hier rein. Und hier rein. Das ändern wir. Gehen wir hier hin. Dann haben wir das. Dann kommen wir mal hier raus. Richtig. Und dann verteilt der das und dann verteilt der das und dann verteilt der das. Okay. Dann ist noch die vier Kisten. Und wir sind zufrieden und wir haben das Stahl fertig. Jetzt brauche ich noch Kunststoffe. Genau. Also, jetzt haben wir auch den Stahl angehängt. Jetzt mache ich aber noch zu guter Letzt so als kleiner Bonus. Und du baust mir mal, was habe ich denn hier? Lagertank All Corners. Okay. Da brauche ich normalerweise nur den. Also hauen wir mal das rein. Machst mir jetzt auch nur einen, ist mir egal. Und du machst mir aus der Abteilung. Das ist eine gute Frage, ob das überhaupt die Abteilung ist. Nein, die Abteilung. Da. Das da. Ich habe keine Rohre. Noch keine Rohrproduktion aufgebaut. Ja, ich bin da schon ein großer. Ein paar kann ich da reinschmeißen. Dann Zahnräder, aber ich kann nicht mehr. Ja, ich will ja eigentlich nur einen einzigen bauen. Ne, zwei will ich bauen. Das ist sowieso das Lustigste sein, Öl zu finden. So, hier oben haben wir unser Öl. Hierhin. Kommt hierhin. Ah. Perfekt. Dann habe ich jetzt noch den Tank. Kommst hierhin.
Der ist bestimmt jetzt so weit weg. Ja. Sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt schon mal eine funktionierende Ölförderanlage, die schon mal in den Tank geblasen wird. Gepresst. Whatever. Gepresst, glaube ich. Klingt besser. Genau. So. Aber wir sind jetzt durch für die Folge. Haben auch jetzt einiges gepackt. Wie gesagt, wir haben jetzt eine vernünftige Stahlproduktion da oben. Wir haben eine laufende Eisenproduktion. Haben jetzt hier auch soweit alles weg. Wie gesagt, Eisenerze sind 2 Stunden 40 komplett abgetragen. Das heißt, bis dahin sollte ich auch Kupfer laufen haben, Stein laufen haben, Kohle laufen haben und eventuell auch schon mir mal die ersten Gedanken über den Bahnhof gemacht haben. Ist doch alles kein Problem, ne? In 2 Stunden. Oh mein Gott, ich habe jetzt 40 Minuten gebraucht, nur alleine nur das Ding aufzubauen. Ja, genau. Aber kriegen wir alles hin, kriegen wir alles gebacken, sagt ihr auch, ne? Genau. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, wie immer in die Kommentare damit. Ich freue mich auf jeden Kommentar. Ich versuche auch so viele wie möglich zu beantworten. Wie gesagt, kann sein, dass ich jetzt auch wegen dem Beantworten von Fragen hinterherhänge, wenn ich es in der Folge selber mache. Weil ich nehme jetzt ein bisschen voraus auf, weil wir möchten ja auch jetzt endlich mal ein paar Folgen am Stück haben. Genauso ist es. In der Hinsicht, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.